Dienstagabend, 20.15 Uhr, live aus dem legendären Gecko in Calw. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Typisch Calw. Und hier ist Ihre Gastgeberin des heutigen Abends, Sabrina Brenner. So, es lebe der Sport. Heute wird es sehr sportlich. Willkommen bei Typisch Calw, einer neuen Ausgabe. Und wie ihr schon sehen könnt, geht es bei uns heute sportlich zu. Wir haben wieder viele Geschichten aus Calw. Und ihr seht es ja schon an meinem Outfit. In der letzten Sendung hat sich unser City-Manager Hans-Jörg Neumann beim TSV Sportzentrum schon verausgabt und hat die Woche genutzt und hat es richtig krachen lassen. Also wir kamen alle ins Schwitzen. Doch was braucht man alles, wenn man sich sportlich betätigen möchte? Man braucht passende Kleidung, vielleicht passendes Zubehör. Und was könnte besser sein hier in Calw und wo könnte man besser einkaufen gehen? Beim Intersport Schlegel. Und da waren wir im Fachgeschäft hier in Calw. Und da ist so allerhand passiert und da würden wir jetzt zusammen reinschauen. Viel Spaß. Hi Olli, ich grüße dich. Hi, Hans-Jörg, schön dich zu sehen, grüß dich. Ich bin jetzt hier bei euch in der Sport Schlegel. Ihr habt so viele Sportartikel, das ist ja, Wahnsinn. Ja. Was kann man bei euch alles kaufen? Sehr vieles, aber unsere Spezialitäten sind einmal natürlich der Running-Bereich komplett, Fitness, Bergsport. Ja, okay, cool. Im Sommer Bade, im Winter ganz groß mit Ski auf und halt so die ganze Jahressportarten, Running, Bike, Fitness. Ja, perfekt. Weil ich habe nämlich kein Problem, aber ich habe eine Herausforderung. Okay. Ich hab mich für Probetrainings angemeldet in Fitnessstudios, okay, und brauchte zu dringend ein Outfit. Jetzt würde ich mich gern bei euch umschauen. Mhm, gern. Und ich hoffe, ich finde was Passendes. Absolut, bestimmt. Brauchst du auch Schuhe? Brauchst du Bekleidung? Was brauchst du? Schuhe, Hose, T-Shirt, alles. Ich habe nichts. Okay. Wo sollen wir anfangen? Wo möchtest du? Wir gehen zu der Bekleidung zuerst. Zur Bekleidung? Okay. Gerne. Super, danke. Ja. Super gerne in die Berge. Okay. Und mich reizt es die ganz hohen Berge. Ich will aufs Matterhorn steigen. Sehr gut. Aber was muss ich denn dafür tun, damit ich da heil hoch und wieder gut runterkomme? Okay. Ja, ganz wichtig, also du wirst auf jeden Fall einen ganz extrem stabilen Schuh brauchen. Ja. Okay. Aber wir gucken mal, was für deinen Fuß das Richtige ist. Ja, wir machen eine Analyse, gucken von der Breite vom Fuß her, von der Fußgröße her, dass wir da in den richtigen Schuh auch einsteigen. Ja? Das mache ich hier auf dem Gerät. Aha. Genau. Ich bitte kurz deinen Schuh aus. Hey, cool sieht's aus. Gerne, ja, finde ich auch. Klasse. So danke für die Top-Beratung. Wirklich super klasse. Gerne, gerne. Dann kannst du jetzt da losgehen, oder? Viel Spaß, genau. Jetzt bist du am Ball. Puh, danke dir. Ja. Au, ich glaube, da ist was kaputt gegangen. Ach, wenn das mal Ärger gibt. Aber egal, was auch passiert, es gibt hier in Calw einen Fels in der Brandung. Axel! Hans-Jörg! Du musst mal helfen. Axel, mein City-Manager, was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab Scheiße gebaut. Ich war gerade im Intersport und hab da ein bisschen paar Bälle geschlagen mit dem Tennisschläger. Ja. Und da ist mir eine Scheibe zu Bruch gegangen. Ach, Hans-Jörg. Was können wir da machen? Das ist jetzt wirklich nicht schlimm. Bist du richtig versichert, hast du deine Haft nicht bei mir. Geht es so schnell? Geht es so einfach? Ich mache das ganz schlank. Ich rufe den an.
Ich frage ihn, was du gemacht hast. Okay. Dann ist für dich das schon gegessen. Du, dann bin ich sehr beruhigt, weil jetzt bin ich einmal und dann passiert mir gleich wieder sowas. Das ist echt schon wieder ist schon ein Problem, ja, aber so ist es halt bei dir. Aber dann bin ich froh. Meinst du den Manager? Okay. Jetzt. Jetzt bist du Versicherungsvertreter. Ja. Passiert da sowas häufiger, solche Geschichte? Also ich bin froh, dass ich nicht nur solche kleinen Neumanns habe. Aber nein, passiert schon oft, aber deswegen sind wir auch die Versicherung. Ja. Dann stehen wir hinterm Kunden und dann regeln wir das alles von unserem Büro aus, damit es für dich kann. Du hast deinen Job, ich habe meinen Job, das machen wir. Dann ist jeder froh, wenn man so jemanden wie dich hat, der das regelt. Ja, ich glaube schon, dass die meisten ganz froh sind, dass sie mich kennen und bei mir versichert sind. Okay. Von dem her ist immer viel Freude. Und ich freue mich immer, wenn der Kunde am Schluss zufrieden ist. Hervorragend. Ja? Dann, ich werde auch zufrieden sein. Gerne. Und was ist für dich typisch Kalf? Typisch Kalf für mich, kurze Wege, das Persönliche, die Bekanntheit. Man kann miteinander sprechen und am Abend gehen wir alle zusammen noch ein Bier trinken, wenn es passt. Das ist typisch Kalf. Das machen wir heute Abend auch. Das machen wir, Jörg. Super, alles klar. Danke. Super, da hat er ja jetzt echt nochmal Glück gehabt. Das nächste Mal einfach aufpassen. Aber gut, immerhin hat er jetzt das passende Outfit und er hat sich gleich mal zu verschiedenen Probetrainings angemeldet. Und wir haben in Kalf übrigens noch weitere Fitnessstudios, die ich jedem natürlich genauso empfehlen kann. Und sein erster Termin führte ihn ins Fein Fitnessstudio. Dort hat ihn Markus Bürkle richtig auseinandergenommen. Schauen wir mal rein. Markus, servus. Hi, hi. Hans-Jörg, herzlich willkommen. Ich habe mich jetzt eingekleidet und ich habe Bock auf Sport und auf Fitness. Da bin ich, glaube ich, bei dir ganz richtig. Auf jeden Fall. Warum bin ich bei dir richtig? Ja, warum bist du bei mir richtig? Also bei mir bist du auf jeden Fall richtig, wenn du richtig Sport machen willst, richtig Gas geben willst. Okay. Und dich in einer coolen Gemeinschaft verausgaben willst. Ja, wir machen ja bei uns hier unten CrossFit. CrossFit, so funktionelles Training. Bisschen wie früher vom Turnunterricht, mit dem Eigengewicht, mit ein paar kleinen Hilfsmitteln, die hier so sind. Aber wir machen natürlich bei uns auch Selbstverteidigung. Selbstverteidigung für Kinder, für Erwachsene. Also du hast viele Optionen bei uns Gas zu geben. Ich glaube, Selbstverteidigung ist manchmal keine schlechte Idee. Von daher, komm, lass uns doch mal was ausprobieren. Okay, bevor wir aber loslegen, muss ich natürlich einmal umziehen. Ne? Ja, jetzt, okay. Und dann geht's gleich. Ab. Yes. So, Hans-Jörg, nach der kleinen Einweisung, die ich dir mal gegeben habe, also vor dem Workout, wie geht's dir so? Mir geht's super. Ja, es war cool. Also okay. Ich habe mich gespürt, was ich noch alles machen muss. Bei dir sieht man keine Spur der Anstrengung im Gesicht. Ja gut, also ich da die Wand hochgeklettert wie eine Katze. Ich habe ja jetzt auch nichts gemacht, sondern du musstest ja was machen. Ja, ich spüre es überall. Und ich sage auch immer, das ist mein Beruf, also ich soll das ja euch beibringen. Andere zum Schwitzen bringen. Versuchen wir natürlich fit zu sein, auf jeden Fall, ja. Meine letzte Frage an dich. Ich habe es befürchtet. Was ist typisch? Ich habe es befürchtet, aber natürlich habe ich mich stets darauf vorbereitet. Nee, für mich ist auf jeden Fall sehr wichtig, für mich ist typisch Kalf die Bundeswehr hier in Kalf. Die ist einfach schon sehr, sehr lange hier verwurzelt im Standort Kalf und natürlich auch weit bekannt. Und die Jungs und Mädels, die da oben ihren Dienst tun, machen eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Deswegen ist es für mich auch auf jeden Fall typisch Kalf. Sehr gut, prima. Ich danke dir und genau. Ich komme wieder. Viel Spaß. So, jetzt hat sich unser City-Manager echt verausgabt und durfte mal
da und da reinschauen und sich sportlich betätigen. Und wir haben hier in Calw auch was speziell für Frauen. Mrs. Sporty am Marktplatz. Und da habe ich den City Manager mal gepackt und habe gesagt, komm, ich kann das auch. Und dann sind wir zusammen dahin gegangen. Mal schauen, was ich da gemacht habe. Viel Spaß. So, jetzt habe ich richtig trainiert und fühle mich richtig fit. Und jetzt konnte ich die Sabrina überzeugen, dass sie sich auch fit macht. Und da sind wir jetzt hier im Sportstudio Miss Sporty, was für Frauen. Deswegen, warum ist das Sportstudio richtig für Frauen? Genau, also das Besondere bei uns ist, dass das Konzept in den Alltag passt. Also es geht nur 30 Minuten und 2 bis 3 Mal die Woche reichen eben aus, um eben langfristig fit zu werden, fit zu bleiben und auch Muskeln aufzubauen. Ja, super, hört sich interessant an. Dann bin ich neugierig, dann versuche ich das mal und dann nehmen wir euch mit nach drin. Genau, dann gehen wir mal rein. Wir bieten die Möglichkeit, dass wir das Training individuell anpassen können. Also wir haben über 200 Übungen und wir trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Das Training kommt ursprünglich aus der Physiotherapie, aus dem Reha-Sport. Und unsere, wir haben zwar Geräte in Form von digitalen großen Handys, aber die dienen im Prinzip lediglich dafür, dass eben per Video die Übung einmal vor angeleitet wird und die Geräte filmen dich dann auch. Das Gerät scannt dich an 26 verschiedenen Gelenkpunkten und gibt dann direkt eine Rückmeldung in Form von einem Text, wenn man sich nicht gelenkschädlich oder so bewegen würdest. Okay, super Sabrina, schön, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat das Training bei uns gefallen und ich rechne fest damit, dass du dran bleibst. 2 bis 3 Mal die Woche. Ich gebe mein Bestes. Und jetzt haben wir hier auch jemanden, den Robert Rehm bei uns hier im Studio. Hi. Hi, grüß dich. Er ist der Betreiber hier in Calw im Fitnesstempel. Habe ich so. Ja, passt. Hinter den Fitnessstudios liegt jetzt eine krasse Zeit. Also absolut. Corona war hart. Wie erleichtert bist du, dass es jetzt wieder normal, einigermaßen normal weitergehen kann? Wahnsinnig erleichtert. Und auch die Leute, die sind mega happy, jetzt wieder trainieren zu können, wieder so den Ausgleich zum Alltag zu bekommen, nachdem wir ja alle irgendwie daheim waren und nichts machen konnten. Und auch für mich natürlich als Unternehmer wahnsinnige Erleichterung. Ja. Endlich wieder Menschen, endlich wieder, ja, die Leute wieder zu sehen auch, gell, im Studio und denen Übungen zu zeigen oder auch mit denen einfach nur zu quatschen, das hat schon gefehlt. Also so ein Stückchen Alltag wurde uns da schon genommen, natürlich wie in allen Bereichen, wie bei egal dir auch. Wo, ja. Ja, aber schon gut, wenn man dann jemanden hat, der das einem richtig beibringen kann, wie zu Hause, alleine vom TV. Ja. Genau, du hast ja auch in der Zeit Videos gemacht in Instagram und in Facebook, gerade dass man zu Hause vielleicht auch ein bisschen mitmachen kann. Ja, ja. Jetzt sagen wir mal so, du hast viele Follower jetzt auch dazu gewonnen. Wie kommst du mit dem Influencer-Leben jetzt klar? Also es war schon echt cool. Also es haben ganz viele Leute auch unsere Videos angeschaut und auch die Live-Kurse, die wir gemacht haben, wurden super angenommen. Wir haben teilweise über 40 Teilnehmer gehabt in so einem Live-Kurs und ich habe ganz viel Feedback bekommen, ganz viele Videoclips und ganz viele Emotionen von zu Hause. Das war dann schon eine coole Sache und viele sind jetzt tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, moderner geworden, was Internet angeht und von zu Hause aus eine Alternative zu finden. Hat schon auch Spaß gemacht, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich jetzt die Leute wieder live im originalen Kursraum vor mir habe und die Emotionen dann direkt face-to-face bekomme. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass du das vielleicht auch weiterhin so ein paar Mal machst, so ein paar Videos raus? Definitiv, ja. Also diese Geschichte mit Online-Social Media, das bringt schon tatsächlich einiges. Also wir erreichen noch mehr Leute und können die Leute up-to-date halten, auch über jetzt zum Beispiel Instagram oder Facebook, dass auch wenn man mal im Urlaub ist,
vom Urlaub aus ein paar Videos anschauen kann. Das ist, glaube ich, eine coole Sache und bietet wieder neue Möglichkeiten. So Fitness-Tempel 2.0 mäßig. Ja, also super. Ja. Unser City-Manager war bei dir auch zu Gast. Aber hallo. Ah, da lacht er schon. Dann gucken wir da jetzt mal rein. Robert, hey, grüß dich. Servus, grüß dich. Bist du motiviert? Wie vereinbart komme ich zum Probetraining? Stark, stark. Du, ich habe einiges vor mit dir. Ja, wir machen es gleich ein bisschen warm, nachdem du dich umgezogen hast. Dann gehen wir in den Milan-Zirkel, dann zeige ich dir mal das chipkartengesteuerte Training. Mhm. Und dann werde ich dich im Kurs auch noch ein bisschen fordern. Da habe ich auch einiges für dich vorbereitet. Ich bin vorbereitet, von daher ich ziehe mich um und dann kann es losgehen. Super. Alles klar. Genau. Ziemlich geil, danke für die Session. Schön, dass du da warst, hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht mit dir. Jetzt weiß ich, warum das Fitness-Tempel heißt. Schau, absoluter Gipfel hier. Ja, und versprochen. Zum Abschied machen wir noch einen Plank. Okay. Und fordere dich jetzt heraus, okay? Okay, das alles heißt, klar. Arsch hoch. Mach ich. Und wir gehen zurück ins Studio. Alles entspannt. Locker. Da hast du ihn ganz schön hier rangenommen. Also, hallo, der hoffe, braucht jetzt, glaube ich, erstmal eine Pause. Ich hoffe, er spürt da noch was ordentlich davon. Ja. Also wir gönnen ihm jetzt erstmal eine kleine Erholungspause. Und dann würde ich dich noch mal ganz kurz auf was anderes ansprechen. Mhm. Du bist ja im GFC-Verein. Und da war ja auch jetzt über die Zeit die Nachbarschaftshilfe. Genau. Ja. Möchtest du uns da kurz drüber was erzählen? Ja, klar. Fand ich eine tolle Sache. Wir haben Risikogruppen oder Menschen, die sich einfach nicht mehr aus dem Haus getraut haben, verständlicherweise geholfen, so ein bisschen über die Runden zu kommen, was Einkäufe angeht, haben für die Sachen besorgt, sind zur Post gegangen, solche Dinge. Einfach, um zu zeigen, dass wir auch für die Calver da sind und dass viel Solidarität auch in der Bevölkerung herrscht. Und da haben wir schon einige Familien glücklich machen können und helfen können, ja. Ja, das ist auch schön. Das heißt ja auch gemeinsam für Calv, genau. GFC, das passt ja dann auch. Das hat man absolut dann da gemerkt. Dann seid ihr da euer Motto treu geblieben, das ja. ist schön. Ja. Genau, und von schön, und jetzt wird es, war schön, und jetzt wird es witzig, ja. Weil der Pete Schaber hatte ich letzte Woche zum Witz der Woche nominiert. Habe ich gesehen. Ich hoffe, du hast dich da ein bisschen Gedanken machen können. Selbstverständlich. Und danach darfst du gleich die nächsten drei für nächste Woche nominieren. Und ja, ich würde sagen, leg mal los. Ich bin ein großer Witzeerzähler, die mich kennen, wissen das. Nee, Spaß. Ich habe mir was gedacht, passend zum Motto, was wir heute haben, sportlich fit. Kommt eine Katze ins Fitnessstudio, fragt der Fitnesstrainer, ja, was machst denn du da? Und dann sagt die Katze, ja, ich habe gehört, da gibt es tolle Muskelkater. Der war so genauso kurz und knackig und flach wie so eine Sporteinheit. Ja, gut, aber den Muskelkater hat man ja schon nach dem Training. Also. Ja, dann nominiere ich den Hartmut Skora, meine Nachbarn, die Familie Kern und den Markus Kleinschmidt nominiere ich noch. Na gut, dann viel Spaß beim Gedanken machen. Ihr könnt euch uns die Witze senden über Facebook, Instagram oder www.typisch-kalf.de. Wir freuen uns jetzt schon auf nächste Woche.
Mal schauen. Bin ich gespannt, ja. Ja, jetzt mal noch eine kleine andere Frage, wenn wir schon hier beim Thema sind. Sagt dir Tribunes was? Ja? Ja, schon gehört. Unser City Manager ist diesem Namen mal auf den Grund gegangen und hat mal geschaut, was das genau ist hier in Calw. Und da schauen wir jetzt gemeinsam mal rein. Viel Spaß. Hey Jan, servus. Grüß dich. Servus. Du, ich komme jetzt gerade aus dem Fitnessstudio und ich sag dir, mir tut alles weh. Es war richtig, richtig hart, aber richtig gut. Und wir haben ja unser Büro gegenüber. Ich sehe dich jeden Tag hier in deinem Laden. Und ich frage mich, diese Nahrungsergänzung, bringt es mir was? Weil ich möchte natürlich auch mehr Muskeln aufbauen und fitter werden. Kannst du mir da was sagen, was da richtig ist? Ja klar, also bei Nahrungsergänzungsmitteln, was ich den Leuten halt immer am Anfang sage, ist, dass die Ernährung das Entscheidende ist. Du musst dich gut ernähren, gut trainieren, dann kommst du deinem Ziel schon sehr, sehr viel näher. Okay, cool. Supplements sind dann dazu da, wie das Wort es schon sagt, die Nahrung zu ergänzen. Das heißt, es kann dir nochmal die extra Prozente geben, nochmal unterstützen, wenn du einen stressigen Tag hast, ja, zum Beispiel einen Eiweißshake zu nehmen. Das hilft dir dann. Ich habe es gemerkt, mir haben immer so ein paar Prozent gefehlt und das will ich natürlich hinkriegen. Ja klar, gerade in unserem stressigen Alltag kann es mal sein, dass gewisse Nährstoffe zu kurz kommen. Ja. Dann sind Supplements dafür perfekt. Sehr cool. Sag immer noch, seit wann seid ihr hier mit eurem Laden? Ihr seid ja relativ neu hier. Und wer kommt zu euch in den Laden? Ja, also es ist so, dass Trainingsanfänger zu uns kommen, aber auch Fortgeschrittene. Hauptsächlich, wie man sich denken kann, sind es Leute, die das Fitnessstudio besuchen oder Sport machen. Okay. Die kennen sich meistens schon ein wenig damit aus, wollen aber lieber diese Beratung haben. Da es nämlich so ist, im Internet wird dir meistens alles Mögliche angedreht. Du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Ja. Und es ist so, klar, diese Dinge kann man gebrauchen, aber man kann sie auch anders reinholen. Und wir sind hier seit Ende des letzten Jahres, das machen ein Freund und ich zusammen, um den Leuten einfach eine richtige Beratung zu geben. Wir gehen auf den Kunden ein und zeigen ihm, was er wirklich braucht. Wir möchten ihm nicht alles Mögliche verkaufen, wie es im Internet meistens ist, sondern wir möchten dem Kunden einfach zeigen, hey, du brauchst das und das und dann wird es schon. Okay, dann sag du mir mal, was ich brauche. Lass uns mal nach hinten gehen und ja, dann checken wir das aus. Danke für den Tipp. Dann werde ich das versuchen umzusetzen. Ich versuche natürlich, mich ausgewogen zu ernähren. Also der Tipp war echt gut. Und dann kann ich noch hier die extra Prozente sozusagen rausholen. Genau, um deine Ernährung zu optimieren. Sehr cool, alles klar. Danke dir. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke. So, jetzt setzen wir uns aufs Fahrrad. Und jeder, der hier in Calw lebt, der kennt die steilen Buckel. Und das kann ja mal anstrengend werden. Genauso ging es auch unserem City Manager, der sich jetzt mal mit dem Rad hier in Calw umgesehen hat. Und er war bei Monika Hagel aus der Touristikinformation und da hat er sich ein paar Tipps geholt. Und das würde ich jetzt gern mit euch zusammen anschauen. Kuckuck! Hi, Moni! Hallo! Hallo. Boah, du! Was ist los? Du siehst ja echt geschafft aus. Du, ich wollte das Fahrrad fahren, weil ich muss wieder mehr Sport machen. Oh. Und es ist ja so steil hier. Ich komme jetzt gerade von Starnheim. Ja. Und ich suche eine Strecke, die ein bisschen flacher ist. Mir liegen Buckel nicht so sehr. Du Armer. Was kannst du mir da empfehlen, Moni? Ja, typisch Calw. Du bist City Manager und weißt nicht, dass wir das schönste Radweg hier im Nagoltal haben. Was? Der Nagoltal-Radweg. Guck doch. Wir stehen mitten am Nagoltal-Radweg. Ja, führt hier direkt vorbei in Calw, fängt in Urnagold an und geht bis nach Pforzheim. Ist top eben, das kannst sogar du fahren. Weil ich habe ja gehört, du bist so ein mega Radler. Ach du, ich fahre schon gern Fahrradweg. Der Nagoltal-Radweg bietet sich an. Wie gesagt, der ist familientauglich, führt 94 Kilometer vom Urnagold nach Pforzheim. Man kann tolle Stops einlegen, Picknickdecke einpacken und gern auch in den Zug einsteigen, wenn es nicht mehr weitergeht. Es gibt tolle Spielplätze für Kinder und für die Könner wie für dich geht es natürlich rechts und links der Berg noch. Kein Problem, kein Problem. Was hast du denn da für ein tolles Trikot an? Sag doch mal, sieht da schick aus. Schick? Guck mal mich an. Das ist das neue Schwarzwald-Trikot von der Schwarzwald-Tourismus.
Das gibt es natürlich bei uns in der Touristinfo zu erwerben. Gut, dann gehen wir doch jetzt mal am besten in die Touristinfo. Und schauen, was da alles so gibt. Sehr gut, prima. Gut. So, jetzt haben wir auch den Nagoldtal-Radweg kennengelernt. Wunderschön, ich glaube, ich muss da auch mal hin. Aber wer sich jetzt noch unsicher ist und noch ein paar Tipps braucht, aber auch gern in der Natur fährt, der ist bei der Touristikinformation direkt am Marktplatz sehr gut aufgehoben. Und da gibt es nämlich noch viel mehr. Und da werden wir jetzt gemeinsam reinschauen. Viel Spaß. Hallo Hans, guck mal, was ich für dich habe. Das ist das wunderschöne Trikot, Sabberlot. Ja, perfekt fürs Stadtradeln. Kalf ist dabei, vom 22.06. bis 12.07. Hast du dich angemeldet? Noch nicht, aber das werde ich tun. Aber ich habe mich angemeldet, so frei nach dem Motto, ein Leben ohne Fahrrad ist möglich, aber sinnlos. So, und ihr da draußen, meldet euch bitte alle an. Macht was fürs Klima und für eure Gesundheit. Die Initiative Stadtradeln gibt es in ganz Deutschland und mittlerweile auch hier in Calw durch den Klimaschutzmanager Elias Weigel, heute bei uns hier zu Gast. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Gerne. Zunächst würde mich interessieren, welche Aufgaben ein Klimaschutzmanager wahrnimmt und welche Impulse du weitergibst. Also ich glaube, das Aufgabenfeld von so einem Klimaschutzmanager ist wirklich so ein bunter Blumenstrauß. Also da geht es wirklich von Kampagnen wie Stadtradeln, wo wir wirklich so aufs Radfahren aufmerksam machen, über ja, Energiethemen, Sanierungsthemen, wo wir Kommunen beraten, bis hin zu Workshops, die wir für Bürgerinnen und Bürger anbieten, aber auch eben für Unternehmer. Und generell halt eben so Themen wie erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, Klimaschutz ja, im Landkreis voranbringen. Ja, gerade Klimaschutz. Welchen Beitrag leistet ein Fahrrad zum Thema Klimaschutz? Was kannst du mir dazu sagen? Viel, tatsächlich. Ich glaube, wenn man überlegt, dass so ein Fünftel aller Emissionen auf den Verkehr zurückgehen auf der Welt oder deutschlandweit. Und wenn man dann überlegt, dass wenn nur ein Drittel aller Kurzstrecken mit dem Rad gefahren würden, würde es schon ja, 7 Millionen Tonnen CO2 im Jahr einsparen in Deutschland. Ich glaube, da sieht man, was für einen großen Hebel es hat, es doch mal wirklich, ja, wenn es nur zum Bäcker mit dem Rad fahren ist und nicht mit dem Auto. Und deshalb eben auch das Coole an der Initiative Stadtradeln, ja, wirklich den Leuten da nochmal vor Augen halten und nochmal so ein bisschen motivieren, doch mal öfter mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, das ist keine schlechte Idee. Also in Calw, in Sachen Fahrrad, was sagst du dazu? Ist Calw gut aufgestellt oder gibt es da Verbesserungsvorschläge? Beides. Calw ist da ziemlich gut aufgestellt und ich glaube, es gibt da immer Luft nach oben. Vielleicht so, ja, als kleiner Tipp, es wäre schön, wenn man den Nagoldtal-Radweg fahren könnte, ohne in Calw vom Rad abzusteigen. Ja. Ich glaube aber, abgesehen von der spannenden Topografie, ich weiß nicht, wie fit da jeder ist auf dem Fahrrad im Landkreis, da geht es doch schon viel bergauf und bergunter. Ist da klar, was die Radinfrastruktur angeht, immer Luft nach oben. Aber auch da ist ja die Kampagne Stadtradeln gut. Die Bürger können melden, wenn sie irgendwie einen Schaden am Radweg sehen. Das bei mir als Koordinator einfach per Mail durchgeben und wir können dann das tatsächlich an die ja, Sachbearbeiter weiterleiten. Gut, dann sind alle Fahrradfahrer jetzt auch auf dem neuesten Stand. Hoffe ich doch. Und dann bedanke ich mich ganz arg gerne bei dir und wir sehen uns dann. Vielleicht mal auf dem Fahrrad. Hoffe ich doch. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt haben wir einiges über Stadtradeln erfahren. Und ja, so sieht ein Trikot aus. Jeder, der auch sowas möchte, sollte sich jetzt mal einkleiden, da wir eine Premiere bei Typisch Calw haben. Wir, Typisch Calw, möchte ein Stadtradelteam gründen. Und wenn ihr da mitmachen möchtet und uns unterstützen möchtet, weil wir möchten natürlich auf Siegerpodest, könnt ihr euch unter dieser eingeblendeten Adresse anmelden und dann können wir alle zusammen losradeln. Und falls jemand richtig Lust hat, aber noch kein Fahrrad hat, so wie unser City-Manager Hans-Jörg Neumann, kann oben beim Zweirad-Frommer in Oberried mal reinschauen und sich vielleicht ein passendes Fahrrad aussuchen. Und da würden wir mal zusammen reinschauen. Ich entschuldige mich gleich im Voraus, der Ton ist uns ein bisschen verrutscht.
Aber ich denke, es wird trotzdem lustig. Oh, Leute. Jetzt bin ich die ganze Buckelluft strampelt. Ich kann nicht mehr. Zur Zeit für ein neues Fahrrad. Aber bin ich ja hier. Also richtige Stelle. Also, rein geht's. Herr Brommer, welch ein Glück, dass ich bei Ihnen bin. Ich bin jetzt hier der Berg hochgefahren, habe die Schwarzwaldseite erklommen. Ja. Und jetzt merke ich eins, ich brauche ein E-Bike. Okay. Was können Sie mir da empfehlen? Ja, kommt darauf an, was Sie machen wollen, wo Sie fahren wollen, in der Stadt rum, Touren oder eher. Ich würde gerne den Nagoltal-Radweg fahren. Okay. Ah ja. Und dann brauche ich das passende Fahrrad. Ja, ja, fällt mir gerade was ein, direkt, wo es zu Ihnen passen könnte. Super, ja? Dann schauen wir es uns an. Gehen wir gerade mal darüber. Gut. Ja. So, jetzt haben wir hier von KTM wunderbares Trekking-E-Bike. Aha, sehr schön. Da okay. Haben Sie, passt von der Größe her wunderbar zu Ihnen. Dann Rostbereifung, da können Sie Asphalt, aber auch mal den Schotterweg fahren, Luftfedergabel. Dann haben wir hier den neuesten Bosch-Motor mit dem größten Akku, 625 Wattstunden, da können Sie gleich direkt und weit loslegen. Okay. Da können Sie auch die 100 Kilometer und plus fahren, wenn Sie so lange sitzen können. Hervorragend, ja wunderbar. Ich kann Schaltung, wollen Sie mal testen? Das werde ich testen. Alles klar. Dann sehen wir das mal. Schauen wir noch die Sattelein. Setzen Sie sich mal drauf. So, wie war es mit der Probefahrt? Einwandfrei, wunderbar. Es ist ein Traum. Also, ja, kann man sich dran gewöhnen. Absolut. Also das würde ich gleich glatt nehmen und dann fahr ich los. Ja, prima, alles klar. Also, los geht's. Tschüss. So viel Sport macht hungrig und natürlich auch durstig. Und zusammen waren wir auf dem Marktplatz in dem kleinen, süßen, sardinischen Restaurant La Caletta. In diesem Restaurant gibt es eine kleine Zahlenbotschaft, die verrät, welche Vereine wir in den nächsten Sendungen besuchen werden. Wenn ihr drauf kommt, lasst gerne Kommentare. Ich bin gespannt. Prost! So, ich bin jetzt hier, ich fühle mich wie im Urlaub und dabei sitze ich auf dem Marktplatz, zu Gast bei Monika Carterer in La Caletta. Und ich freue mich wirklich sehr, ich bin überrascht worden mit so einem tollen, leckeren Aperitivo, so nennen wir das ja. Genau. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, Sie machen ja hier jetzt La Caletta, seit 4 Jahren sind Sie hier. Welchen Bezug haben Sie zur sardischen Küche? Das ist eine große Besonderheit hier. Ja gut, das hat die Liebe gemacht. Ich habe meinen Mann kennengelernt, 1980, der als sardischer Gastarbeiter hierher kam. Und habe mich dann entschieden, die Küche zu lernen. Und mein Mann hat Koch gelernt bei seiner Ausbildung im Militär. Und er hat dann am Anfang immer gekocht, mittlerweile machen wir es beide. Berufsbedingt er nicht mehr, aber wie gesagt, die sardische Küche ist einfach eine tolle Küche. Sehr gesund. Sardinien wird ja jetzt nicht ohne Grund die Insel der Hundertjährigen genannt. Das heißt, in jedem kleinen Ort in Sardinien gibt es Hundertjährige. Also das ist da ganz, ganz komplett normal. Okay. Was macht denn aus Ihrer Sicht ein guter Restaurantbesuch aus? Die Kombination, denke ich mal. Also es ist ja auch wichtig, dass man sich in Ruhe und gemütlich irgendwo was raussucht. Und bei uns haben sie halt auch die Chance, sie können Antipasti essen, sie können einfach nur so ein Probierer essen. Es gibt dann eben verschiedene Gänge, sehr gerne auf Wunsch, wie heute Abend jetzt auch. Machen wir immer wechselnd. Mhm, okay. Und natürlich, was ganz wichtig ist, die sardische Küche ist einfach eine gesunde Küche. Ja. So, also zum Beispiel das Geheimnis ein bisschen der Hundertjährigen, deshalb trinken wir ja auch gerade, ist der Cannonau. Der Cannonau ist wirklich bekannt für die Antioxidantien, das heißt, er ist einfach gut. So. Er tut ein bisschen im Körper so
gegen alles Böse anschaffen. Natürlich in Maßen, ist ja klar. Richtig, genau. Genau das gleiche ist das Brot, das ist das typische Pane Carasau, das hat sehr viel Eiweiß, kaum Gluten, ist also deshalb auch sehr gut verträglich. Genauso der Käse, wir haben Ziegen- und Schafskäse, wesentlich bekömmlicher wie Kuhmilchkäse. Oliven, klar, sind bekannt. Und dann haben wir ja viele Gemüse, Salate, vor allem auf unserer Terrassekarte, da haben wir viele verschiedene Salate. Mhm. Wir versuchen halt immer ganz frisch einzukaufen, natürlich Kalfrum. Kann man empfehlen, von daher ein Besuch in La Caletta, sehr gut. La Caletta, das war jetzt echt lecker, sah sehr gut aus. Aber jetzt gehen wir vom Essen direkt jetzt wieder in den Sport. Und was gibt es einmal im Jahr, jedes Jahr in Calw? Der berühmte Hermann-Hesse-Lauf. Und Hermann-Hesse-Lauf wird gerne in Verbindung gebracht mit Günther Henne hier bei uns im Studio. Hallo. Hallo. Ja, welche Rolle spielt Sport bei dir im Leben? Neben der Familie Sport die Nummer eins. Besonders Leichtathletik, Windsurfen. Basketball. Also querbeet, alles? Querbeet. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ja, ich bin 72. Respekt. Ich war heute auch wieder mal beim Sport und ich merke echt, also meine Kondition, da muss ich echt mal wieder ran. Gerade Hermann-Hesse-Lauf, also wenn ich da mitmachen würde, gibt es da Tipps? Ja, wir haben zum Beispiel den Einsteigerlauf. Okay. Da kann jeder mitmachen, 5 Kilometer. Ob er jetzt da läuft oder walkt, einfach ins Ziel kommen, einfach mitmachen, das ist... Der Wille zählt. Genau. Einfach dabei ist alles. Genau. Leichtathletik ist Laufen, Springen, Werfen. Das sind die drei Grunddisziplinen, wo alles abgeleitet wird. Ich mache Querbeet-Training von kleinen Kindern ab 4 bis nach oben. Wir haben in Calw so circa 150 Kinder, die wir betreuen in verschiedenen Gruppen. Stammheim, Heumaden, auf dem Wimberg, in Altburg. Und das macht einfach Spaß. Ja, leider wurde der Hesse-Lauf dieses Jahr verschoben, von März jetzt erstmal auf Oktober. Aber was hat der Hesse-Lauf für eine Bedeutung für die gesamte Region? Der Hesse-Lauf ist immer der Auftakt der Laufserie im Frühjahr. Und nach einem harten Wintertraining möchten die Leute sich testen, möchten sehen, wie gut bin ich, wo stehe ich. Und die Strecke im Hesse-Lauf, die ist amtlich vermessen. Das heißt, die Zeiten, die gelten. Gibt es noch irgendwelche Special Guests, sage ich jetzt mal, wo jetzt da mitgelaufen sind? Die letzten Jahre, wo man weiß, okay, das sind richtige Berühmtheiten, sage ich mal. Ja, Dieter schon. Baumann, Olympiasieger, war in Calw. Jetzt zum 20-Jährigen bin ich dabei, ihn wieder zu engagieren. Das heißt also, nächstes Jahr läuft vielleicht Dieter Baumann wieder mit. Ich bedanke mich ganz arg bei dir. Es war sehr interessant. Und jetzt gehen wir vom Laufen mal ein bisschen dezenter in den Armsport. Wir haben ja hier in der Region die Schwabenliga, Dart-Schwabenliga. Wir haben hier, Dart ist ja ein berühmter Kneipensport. Und hier im Gecko haben wir auch eine Dartmannschaft. Und ja, vielleicht wird sich ja der Robert Rehm nochmal mit mir an den Dartautomat versuchen. Wir schauen mal. So, jetzt habe ich zwei Kandidaten gefunden, die euch zeigen mit mir zusammen, wie wir das hier machen mit dem Dart. Wir machen jetzt so ein kleines Turnierchen für uns. Wir werfen jeder 3 Mal hintereinander. Okay. Und der, wo später am weitesten unten ist, hat gewonnen. Und dann sage ich mal, können wir uns ja was überlegen für den Verlierer. Ja. 20 Liegestütze. Ich bin raus.
Okay. Das Beste kommt zum Schluss, würde ich sagen. Nee. Also er steht bei 188, Platz 1. Ganz stark, ey. Sag mal, ich bin die goldene Mitte mit 236 und das Beste kommt zum Schluss, ne? Ich habe euch einfach mal einen Vortritt gelassen. Super, also, Leute. Genau, danke. Das war's, oder? So, jetzt zum Ende der Sendung haben wir noch einen musikalischen Blumenstrauß. Wir haben heute die erste Musiküberraschung hier auf meinem Sofa sitzen. Ariane Birkhofer, hallo. Hallo. wer könnte ich überraschen? Kleine Idee, von wem das kommt. Ja. Ja. Ich habe das meiner Schwester zugeschickt von Typisch Kalf und sie war total begeistert. Oh, dann würde ich da mal reinschauen. Hallo, meine liebe Schwester Ariane. Surprise, surprise. Vor 2 Wochen ungefähr hast du mir die erste Sendung Typisch Kalf per WhatsApp geschickt. Die habe ich sehr genossen. Und der Witek hat in der Sendung dazu aufgerufen, dass man sich ein Lied wünschen kann. Das habe ich getan. Und zwar, davor kam ein Bericht über den Starclub. Da hat sicher mancher ein Tränchen im Auge gehabt, ich auch. Und da fiel mir direkt ein Lied ein. Und als lieber Mensch fielst natürlich du mir ein, in Gedenken an die alten Starclub-Zeiten. Meistens sind wir danach im Riverboot angekommen, wenn schon alles zu hatte. War eine schöne Zeit, tolle Zeit. Genieß es, hab Spaß. Ich denke, Witek wird es gleich vortragen. Bedanke mich beim Witek, besonders beim Herrn Neumann vom Stadtmarketing Kalf, der das möglich gemacht hat, und beim ganzen Typisch Kalf-Team. Mm. So, also ich würde dann auch gleich einen seelischen Beistand dazu geben. Da würde ich mich gleich verabschieden hier bei euch. Wir genießen zusammen die Musiküberraschung. Dann sage ich mal ciao. Bis nächsten Dienstag bei Typisch Kalf um 20.15 Uhr. Bleiben Sie alle gesund, einen schönen Abend. Und dann bitte ich deine Tochter Maja zu dir aufs Sofa. Dankeschön. Und genieße es. Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. It seems to me, girl, I know I've done all I can. I see I begged, stole, and I borrowed. Yeah. While I'm easy, I'm easy like Sunday morning. Yes, I'm easy. Oh, I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put some chains on me? I paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. Yeah. While I'm easy, I'm easy like Sunday morning. Yes, I'm easy. Ooh, I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high.
wanna do the things I do, alright. Wanna be free, just me. This goes out for Ucho. While I'm easy, I'm easy like Sunday morning. Danke schön. Vielen Dank. Das war's schon. Das war's. Perfekt.